Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute ein paar Tipps und Tricks gegen Creeper. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zum ersten Tipp. Und zwar, wenn ihr eine Kiste habt und da drin sind wertvolle Sachen, dann ist es doof, wenn hier ein Creeper kommt, weil wenn der dann explodiert, dann sprengt der eben manchmal die Kiste weg. Und wenn dann zum Beispiel noch ein Creeper kommt, dann können zum Beispiel noch die Items weggesprengt werden. Und das ist dann eben sehr doof, wenn man dann wertvolle Items verliert. Deshalb gibt es einen Trick. Und zwar müsst ihr einfach bei der Kiste, wenn hier wertvolle Sachen drin sind, könnt ihr einfach hier außen drum herum die Blöcke entfernen. Und platziert dann auf den Block, wo die Kiste steht, hier an den Rand, einfach Wasser. Und wenn hier jetzt ein Creeper explodiert, dann wird die Kiste davon nicht zerstört. Hier habt ihr es jetzt gesehen. Kommen wir zum nächsten Tipp, und zwar, wenn ein Creeper kurz davor ist zu explodieren im Survival Mode, dann macht er sehr viel Schaden. Da müsst ihr einfach vor euch einen Block platzieren und dann bekommt ihr viel weniger Schaden. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Und zwar können Creeper euch nicht so gut erkennen, wenn ihr einen Creeper-Kopf aufhabt. Dann erkennen die euch nicht aus weiter Entfernen. Also dann können die euch nicht so schnell sehen. Und genau dasselbe ist, wenn ihr eine Unsichtbarkeitstrank nehmt. Und wenn ihr dann unsichtbar seid, dann können euch die Creeper auch nicht so schnell erkennen. Das mit dem Unsichtbarkeitstrank gilt aber bei allen Monstern, also nicht nur bei Creepern. Aber wenn ihr ganz nah dran geht, dann können sie euch trotzdem noch erkennen. Also passt da auf. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.